Ich habe ja sozusagen hier den Ramstone. Kann ich den jetzt hier in die Mitte setzen? Oder hier irgendwie reinhauen? Oh, wow. Ich habe rechts gemacht. Okay, hier ist das Portal. Wir sind jetzt in der ersten anderen Dimension, Leute. Und ich habe keine Ahnung. Wow, es ist auf jeden Fall richtig dunkel. Hallo meine Jungs und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Minecraft Nero Training zur vorletzten Folge, bevor Minecraft Nero starten wird. Aber vielleicht trotzdem nicht zur vorletzten Folge von Minecraft Nero Training. Ich habe einen sehr coolen Vorschlag in den Kommentaren gelesen, muss ich sagen. In diesem Vorschlag stand eben, dass wenn ich eine Folge aussetzen muss bei Minecraft Nero, wenn Nero eben gestartet ist. Das kann ja passieren, wenn man eben stirbt gegen Pferde oder gegen was auch sonst immer, ja. Kann man ja sterben, dann muss man eine Folge aussetzen, wenn man nicht ordentlich wiederbelebt wird, auf den Friedhof gebracht wird und so. Das ist ein neuer Mob, oder? Kann ich den schon? Faces, warte, ich muss erstmal das da oben machen. Also, Faces Runner. Kenn ich noch nicht, okay. Checken wir mal aus. Ballern wir mal kaputt. Also ich hoffe, wir schaffen das. Warte, mit meiner Gun. Oh, warte, kommt der hoch? So, dass ich dann, wenn ich sozusagen einmal aussetzen muss, dass ich dann einfach noch eine nähere, so eine Strafe, weißt du, wie so ein Straftraining, wenn du im Fußball nicht ordentlich gespielt hast oder verloren hast, so, weißt du, dann gibt es sozusagen eine Straffolge, die man dann hier im Training macht. Ja, der sah aus wie diese Quietschenten, nur in lila, kann das sein? Zumindest sehr ähnlich. Und das ist, glaube ich, eine ganz coole Idee, weil sozusagen, wenn man gestorben ist, dann hat man anscheinend halt noch nicht genug trainiert. Und dann muss man doch mal hier eine Straffolge im Training machen und kann sich vielleicht ein bisschen vorbereiten zum Beispiel. Und sich mal ein bisschen was sind da für Geräusche hier? Kann dann sozusagen dadurch... Oh, hier ist wieder einer von diesen Explosionsdingern. Aber wo? Ihr habt das auch gehört, oder? Irgendwo hier, aber keine Ahnung. Das muss nahe sein, aber... Also ob ich die Höhle jetzt finde. Ich will die Zeit eigentlich nutzen jetzt hier. Boah, das ist aber voll nah. Das kann nicht weit weg sein. Irgendwo muss hier diese Kacke... Oha, da hinten! Holy moly shit, seht ihr das? Da war noch was. Yo! Nein, das sind diese Trickster. Die sind doch scheiße, ich vergessen. Yo, yo, yo. Gut, dass ich eine Gun habe, Alter. War es nur der eine, waren es mehrere? Ich dachte, ich habe mehrere gesehen. Ist ja sau gefährlich, wenn du hier unten drin bist in diesen Gängen. Hier schon wieder, warte hier. Yo, Alter, was lacht da? Ich brauche einen anderen Musiktrack hier. Wow, 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 davon ist wieder ein Trickster. Und der hat voll viel Leben für mich. Hat der andere auch so viel Leben? Wow, 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 wow! Alter, wie viele Trickster denn auf einmal? Wow, ich brauche das Blatt hier. Wow, 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 wow! No! Puh! Fuck! Boah, da muss man echt so schlagen, ne, dass du hier den typischen Minecraft 1.7 PvP hier noch, dass man hier richtig schön diesen, ne, seht ihr das hier, wenn man gleichzeitig blockt und so, damit man nicht von der Explosion so getroffen wird. Was wollte ich eigentlich sagen? Boah, jetzt bin ich gerade ein bisschen rau. Alter, wow, Dummkopf. Hat nicht so viel geholfen, wenn das geblockt hat gleichzeitig. Alter, wie viel Leben die halt abziehen, wenn die immer explodieren. Da muss man echt mit Fernkampf rangehen und irgendwo lacht immer noch irgend so ein Depp. Wow, wow, wow. Nee, 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 nee. Ohne mich, ohne mich. The Hunt for Blood has begun. Okay. Ich hätte mal, ist noch irgendwelche Mobs jetzt wieder stärker. Boah, ich hatte eigentlich voll das Konzept, was ich jetzt hier machen will in der Folge. Jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Aber ich habe jetzt schon gesagt, dass ich dann trainieren werde. Oder was habe ich gesagt? Boah, shit, Alter. Was ist hier noch um die Ecke? Ist doch was. Und wieso gehen die alle da um die Ecke? Mann! Alter, wieso sind hier so fucking viele von denen? Kann doch nicht wahr sein, Alter, wie viele das sind. Mann. Boah, okay, okay, okay. Was ich eigentlich sagen wollte, glaube ich, war, dass ich noch ein bisschen mich informiert habe jetzt hier für die vorletzte Folge, bevor es sozusagen losgeht, was da vielleicht sinnvoll wäre noch zu machen. Und ich wollte ja unbedingt nochmal in eine andere Dimension reingehen, da habe ich ja schon den letzten... Mann, man kann halt, wenn man, die machen halt so Schaden und die explodieren. Und deswegen kann ich sie immer nicht einfach töten, wenn ich mitten in denen stehe. Aber man kommt halt auch nicht so schnell weg von denen. Und wieso sind auf einmal so fucking viele von denen da? So, ich will unbedingt eigentlich ein Portal machen und dafür habt ihr mir Gott sei Dank in der letzten Folge, vielen Dank dafür, echt sehr ausführliche und detaillierte Anweisungen gegeben, was ich da machen muss. Vielen Dank echt dafür, waren mehrere Kommentare, deswegen kann ich jetzt nicht so eine einzelne hervorheben, aber ich habe sie alle gesehen. Na, danke euch, dass ihr mir das geschrieben habt. Ich brauche jetzt einen bestimmten Ingot, so einen roten und Amethyst. Oh, ist der richtig rot? Ne, der ist eher so lila. Na, auf jeden Fall Amethyst heißt der. Und mit dem Amethyst kann ich dann, und mit einem Diamanten, den Diamanten habe ich ja sogar, kann ich mir so ein Portal machen und dann kann ich diese Realmstones, davon habe ich auch welche. Warte mal, ist es jetzt irgendwie sinnvoll?
Ich mache mal da eine Fackel hin. Dass das ja halt sozusagen jetzt nicht zubaue, sondern ich weiß ja nicht, wie bin ich denn sonst hier immer hochgekommen? Wie habe ich mich immer wieder sozusagen neu hochgebaut? Keine Ahnung. Ich mache es jetzt mal hier so mit dem... Oh, das war natürlich richtig dumm. Ich wollte hier mit dem Wasserfahrstuhl machen, eben um hochzukommen. Und dann baue ich den Wasser ab, während ich da drin bin. Kleiner Domkopf, Dena. So, aber das mit dem Amethyst... Oh, nö. Ha! Warte, ich habe aber hier Skill, was ich hier mache, ein bisschen. Uah, komm schon, komm schon. Jawohl. So, und Amethyst... Es kommen Gegner. Zumindest eine kleine dumme Sasquatch. Du bist aber direkt tot, weil mein Schwert ist echt geil. Das ist echt cool, dass ich ein gutes Schwert habe. So, wenn ich Amethyst nicht mehr finde. Ich hätte halt. Whoop. Nein, ein Geist irgendwo. Geist ist tot. Ich hätte halt so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass ich hier noch ein bestimmtes Monster treffe. Und zwar ein Everbeast. Das ist ein Rare Mob. Also, er kommt selten nur leider vor. Aber der droppt, wenn du ihn tötest, droppt er immer Amethyst. Er droppt zusätzlich noch hatte die Chance, noch andere Ores zu droppen. Das ist also richtig geil. Man muss nicht nur farmen, sondern der spawnt auch nur im Untergrund. Deswegen und auch nur unter einer bestimmten Höhe. Unter 15 nur. Aber da war ich ja vorhin. Da war der jetzt leider gerade nicht. Das wäre jetzt ein bisschen meine Hoffnung gewesen. Aber ich würde sagen. Also, ich habe gerade irgendein Level-Up, glaube ich, nur bekommen. Ich würde aber sagen. Weil das Ganze ja ein Training ist, ja, wäre es vielleicht ganz angebracht, wenn ich so, ich sag mal so im Training, ja, da wird mir auch mal was aufgebaut. Wenn du Fußballtraining hast, um da mal beim Bild zu bleiben, dann trainiert man natürlich auch Freischüsse und baut mal, wartet nicht, bis irgendwann mal im Trainingsspiel irgendwie ein Freischuss passiert, sondern baut mal einfach einen Freischuss auf und trainiert den. Und deswegen werde ich mir einfach gleich mal das Portal mal machen. Und ich gehe aber nur in die Dimension, die ich sozusagen auch selbst bekommen habe. Hier wird die Hüde durch den Clown zum Beispiel. Die droppen nämlich manchmal so, Alter, der hat mir noch eine Gun gegeben, oder? Warte mal, hier hätte ich schon vorhin geguckt, nämlich das brauche ich gleich, den Ancient Teleporter. Der hat mir eine Konfetti-Kanone gegeben, die 20 Damage macht? Das ist doch schon gut, der macht nur 9 Damage, Alter! Der braucht aber 50 Energie, ach und ich habe glaube ich keine Energie, ne? Oder wie wird Energie gemessen? Und man ist extrem slow damit, wenn man das Ding in der Hand hat. Schauen wir mal kurz rein hier, schauen wir mal kurz rein in die Möhre. Ich bin eigentlich normal schnell, ne, oder? Also ich bin langsamer, aber jetzt nicht so langsam, das geht schon klar. Und kann ich jetzt schießen einfach? Wow! Yo, man kann schießen. Ist ja nice. Keine Ahnung, was für eine hat mich das Hunger gekostet? Bestimmt nicht, oder? Ich komme nochmal auf den Hunger. Nö, ich glaube nicht. Aber was für eine Energie kostet das denn? Kostet das denn dann? Consumes 50 Energy. Keine Ahnung, woher der jetzt die Energie nimmt. Vielleicht ist oben rechts irgendwie sowas. Schauen wir mal, ob da irgendwas runtergeht. Oh ja, ah, okay, da ist die Energie. Oben rechts, hier ist das Grüne. Das geht runter, okay. Aber nice, wenn das 20 Damage macht, ist ja richtig geil. Lass nur mal gucken, ob hier mal so viel, der macht dann so viel Damage, macht mehr Damage als unser Schwert. Wie schnell hintereinander kann man schießen? Ah, es dauert, ich klicke die ganze Zeit, jetzt geht es wieder. Okay, es dauert ganz schön lang. Aber ich meine, es ist ein Special Effekt, der noch dabei ist. Also, sie ist ja wohl ultra geil. So, und solche Leute, wie der Clown, die droppen eben auch, solche Realm Stones. Und davon habe ich auch schon welche. Glaube ich, im Inventar. Muss man gleich mal gucken. Also nicht im Inventar, sondern in der Kiste zu Hause. Und die kann ich dann eben in dieses Portal reintun. Und dadurch gibt es gibt da irgendwie 20 verschiedene Dimensionen. Und jetzt möchte ich unbedingt mal ausprobieren, was für Ramstones ich sozusagen schon habe. Weil Amethyst, Leute, ich könnte, das ist jetzt nichts Krasses, was ich mir cheate. Ich könnte jetzt einfach hier ein bisschen auf der richtigen Höhe sozusagen rumfahren. Dann würde ich wahrscheinlich ziemlich schnell die bekommen. Die sind, glaube ich, nicht so rare wie jetzt zum Beispiel diese blauen, die ich ja gesucht habe, und die grünen. Sondern ein bisschen häufiger. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich bin mir ziemlich sicher. Und dann nehme ich da sozusagen, damit ich trainieren kann, ja, in diesem Minecraft-Nero-Training, deswegen heißt es ja auch Training, nehme ich da sozusagen mal diese kleine Mini-Abkürzung, dass ich jetzt mich hier jedes Mal wieder hochbauen muss, das ist doch auch scheiße. Und dann schauen wir gleich mal, wie ich mich in den anderen Dimensionen so schlage oder ob ich mich da überhaupt halbwegs vernünftig ordentlich schlage. Hier oben muss ich hin, so, machen wir mal nochmal hier hin, den noch ab, so, dann sind wir wieder, doch schon mal wieder zu Hause. In unserer kleinen Bude hier. Okay. So, das sind nämlich, warte, das sind nur Rosehide, genau, das ist Jade. Und ich habe leider gerade gar keinen Amethyst, weil der ist, glaube ich, auf einer bisschen höheren Ebene oder so. Amethyst findet man, schauen wir nochmal nach, Amethyst-Ohr, findet man at Layer 39 und below, also schon auf relativ hoher Höhe. So, und vielleicht habe ich es aber irgendwo einmal gehabt. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe jetzt auf jeden Fall im Moment hier keinen. Aber was ich sehe, sind hier zum Beispiel der hier, der Mysterium Realm Stone. Und hier zwei Deepland Realm Stone. Ich weiß nicht, welche ich jetzt ausprobieren soll. Ich kann jetzt recherchieren, welche sind. Aber gut, ich habe ja noch zwei Folgen. Ich würde sagen, in der einen Folge probieren wir das eine aus, in der anderen das andere. Ich hoffe nur, wir sterben nicht direkt. Warte, was war das hier noch? Sapphire. Okay, zwei Stück. Kann ich mir nochmal so ein Schwert machen wahrscheinlich. Okay. Also wenn ich mit dem Schwert sterbe, kann ich mir nochmal so ein Schwert machen. Wie geil ist es denn? Bin ja echt gut ausgerüstet eigentlich. Eisen habe ich auch noch.
genug für eine neue Rüstung. Das heißt, selbst wenn ich sterbe, ist es nicht allzu dramatisch. Ich mache mir aber nochmal eine neue Kiste, weil, ja, die ist ja schon voll. Und dann würde ich nochmal hier ordentlich was da lassen, damit man nicht mit Übergepäck, das kostet ja Gebühren, da irgendwie nochmal irgendwie verreisen muss hier. So. Tun wir mal die nächsten zwei Kisten. Und ich lasse die eine Kanone lasse ich hier, die Hotshot. Und nehme mal nur meine neue Konfetti-Kanone mit. So. Kommt hier rein. Und dann lassen wir mal alles. Wobei Kalle ist uns ganz geil eigentlich zum Mitnehmen. Limonite Ore, das kann ja mal braten, während wir unterwegs sind. Kalle ist, wie gesagt, hier lassen. Pack ich einfach direkt nochmal weg. Wobei ist ganz schön viel Kapsel. Egal. Alles, was ich jetzt nicht unbedingt brauche, lassen wir natürlich hier. Die Munition nehmen wir aber mit. Ein paar da bleibt hier. Schaufel nehmen wir auch mal mit. Dann. Blubaba. Eine Wooden Pickaxe haben wir immer noch im Inventar. Seit der ersten Folge. Okay, ich glaube, dann sind wir eigentlich ganz nice unterwegs. Dann lass uns das einfach mal ausprobieren. Warte, dann muss ich mal kurz, Leute, gehen wir hier mal ganz kurz in den Cheaty Mode. Und holen uns diesen Blueprint. Genau, so sieht der, so müsste man das bauen. Und ich möchte es einfach haben. Wieso kriege ich es nicht? Ich habe doch extra umgestellt auf Cheat Mode. Hey, Cheat Mode, ich will es haben. Hey, klick, klack, gib's mir. Warum gibt es mir nicht? Ich möchte es haben. Okay, warte, dann müssen wir mal kurz vielleicht mal in den, machen wir es mal kurz anders. Game Mode 1. So, und dann schauen wir, vielleicht kriege ich es jetzt, wenn ich jetzt draufklicke. Nein, auch nicht. Dann muss ich es einmal hier eingeben. Gleich geht's in eine neue Dimension, Leute. Ich hoffe, das geht gut. So, hier haben wir's. Ihr habt gesehen, wie das Ganze gecraftet wird, wenn man die Sachen hat. Und dann muss ich natürlich noch ein Ramstone mitnehmen. Mysterium oder Deepblend? Ich glaube, ich nehme erstmal Deepblend und probieren wir in der nächsten Folge Mysterium aus. Ich hoffe, ich werde irgendwie das Ganze überleben. Oh, und die Nacht ist gerade vorbei. Was ist das da oben? Ja, was ist das? Wow! Holy shit, was ist das? Hä? Hat er irgendwie gerade was geschossen auf mich? Lass meine Außenruhe! Wow! Wow! Immerhin macht es keine Blöcke kaputt. Stell dich mal vor, das würde Blöcke kaputt machen. Aber anscheinend macht es keine Blöcke kaputt, sondern nur. Ah, warte, ich hab noch meine neue Gun. Bam! Hä? Nicht getroffen. Au! Boah, das macht nicht so wenig Schaden. Ich weiß nicht, ob ich die nicht treffe oder was da los ist, aber das ist natürlich scheiße. Ich brauche jetzt nämlich Platz hier für meinen. Shit. Ich brauche nämlich ein bisschen Platz hier. Das wird nämlich eine ziemlich große Struktur, die sich hier gleich aufbaut. Warte, ich habe das noch nie nicht mal geprobt, also wie das ausschaut, aber es wird wohl irgendwie 12×10 groß. Schauen wir mal an, ob das irgendwann mal hinsetzen kann. Aber mal hier. Zack! Wow! Shit! Krass, Alter! Hier kann man sie jetzt teleportieren! Okay! Aber wo bitte tue ich jetzt. Wo tue ich denn jetzt das hin? Ich habe ja sozusagen hier den Ramstone. Kann ich den irgendwie hier in die Mitte setzen? Oder hier irgendwie reinhauen? Oh, wow! Ich habe rechts gemacht. Okay, hier ist das Portal. Wir sind jetzt in der ersten anderen Dimension, Leute. Und ich habe keine Ahnung. Wow, es ist auf jeden Fall richtig dunkel. Was ist das für eine Dimension? Ist ja wie ein Todesstern hier. Überall Knochen. Okay, und es gibt wohl in jeder Dimension auch irgendwie Endgegner und so weiter. Und Dungeons und so weiter. Und wichtige Rohstoffe, die man da bekommt. Krass, andere Mobs da. Ein Dweller. Was sind denn Dweller? Warte, kann ich hier irgendwas abschießen von hier oben? Mann, die Konfetti-Kanone ist richtig scheiße. So, gehen wir erstmal hier runter. Die trifft irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, ob die nur so eine begrenzte Reichweite hat. 20 Range Damage, Extreme, da steht da nicht, dass die irgendwie nicht so weit geht. Ist hier irgendwo mein Gegner ein bisschen näher dran? Ist, whoop. Komm zu mir! Und überhaupt, wow, da kommt einer. Ey, Dweller, komm her, Dweller. Nee, fuck, ich bin aus Versehen runtergefallen, das war nicht mit Absicht. Oh, fuck. Dweller. Ey, doch, jetzt kommen sie schon. Hä? Wow, ich bekomme auch schon. Wow. Hey, kann es sein, dahin, wo man das kann. Dann, wo man das Konfetti schießt, da gibt es erst den Schaden. Holy shit, was ist hier denn alles? Fuck, und wie komme ich zurück in meine Welt überhaupt?
Da sind jetzt nämlich auch gerade gestorben. Sterben die gerade an der Alter, habe ich die Konfetti-Kanone falsch verstanden? Oder was sind das hier überhaupt? Alter, was sind das hier für Sachen? Rockcrawler. Oh fuck, und ich habe jetzt schon ordentlich Schaden jetzt schon. Da, die bekommen gerade die ganze Zeit irgendwie komischen Schaden. Ich verstehe das nicht ganz. Hier, Konfetti-Kanone, bam! Oh fuck, hinter mir auch! Wow, okay, ich werde sterben. Alter, ich werde sowas von sterben. Scheiße, meine kompletten Sachen sind weg. Oh fuck. Ne, ich bin noch nicht tot. Mist, ich hab nichts zum. Oh fuck, warte. So, musste kurz Wasser setzen. Vielleicht schaffe ich es da hochzulaufen gleich, wenn das Wasser sich ausgebreitet hat. Bitte, lass mich hoch. Nein! Oh nein, bitte! Ich möchte sterben. Komm hoch. Ja. Dankeschön. Okay. Fuck, Alter. Wow, der ist auch fast hochgekommen. Dieser scheiß Dweller da. Geh weg. Boah, wie... Guck mal, die sterben dann so irgendwie. Was ist da los? Und wieso geht die Konfettikanone nicht? Guck mal, bekommt der jetzt Schaden wegen meiner Konfettikanone? Nein, oder? Der bekommt wegen Lava oder so wahrscheinlich. Aber wie geht denn diese scheiß Konfettikanone? Kann nicht sein, dass die... Dass sie irgendwie nicht funktioniert. Mann! Okay, ich brauche auf jeden Fall die andere Kanone nächstes Mal mit. Fuck. Ich habe leider nicht geguckt, wie man zurückkommt in die andere Welt. Scheiße, ich habe auch ein bisschen vergessen, wo es in die andere Welt geht. Oh nein! Warum bin ich so dumm zum. Scheiße, nein, okay. Fuck, das war gerade richtig dumm. Oh fuck, ich bin nicht hoch genug. Komm schon, bau ab. Oh, danke, nein, hoch. Und abbauen. Puh, okay. Was habe ich jetzt überhaupt bekommen dadurch, wenn ich das hier abbaue? Das sind irgendwie jetzt hier Skeletal Blocks. Was kann ich damit machen? Keine Ahnung. Steht hier gar nicht. Kann ich irgendwie... Kommt da was raus? Kann man die vielleicht irgendwie brennen und so? Dann kriegt man einen geilen Rohstoff. Ich weiß es nicht, Leute. Falls ihr irgendeine Ahnung habt, schreibt es mir auf jeden Fall gerne rein. Wow, in die Kommentare. Auch wie ich hier wieder rauskomme, wäre gut. Ohne zu sterben. Was man hier noch so alles erleben kann. Nächste Folge checkt dann wahrscheinlich mal die Mysterious Dimension aus. Vielen Dank euch heute fürs Zuschauen. Ich hoffe mal hier, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen, was eigentlich dieses Modpack eben ausmacht. Dass es halt diese ganzen vielen verschiedenen Dimensionen gibt, in denen man halt auch verschiedene Items bekommen kann und so. Ich schätze mal, hier wird es auch irgendwelche bestimmten manchen Dimensionen, kriegt man irgendwelche Waffen, die man nur dort bekommt und so weiter und so fort. Das wird nochmal sehr spannend dann im Hauptprojekt in Nero. Puh, erstmal mit dem Leben überhaupt regeneriert. Da regen sich bestimmt so alle schon gerade wieder auf. So. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Immerhin habe ich überlebt bis jetzt. Falls euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder zur vorerst letzten Folge von meinem Minecraft-Nero-Training. Was wir wahrscheinlich, danke für den Vorschlag, fortsetzen werden, welche Nero mal aussetzen muss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao.